Willkommen zu einem neuen Schuldrecht-BT-Video. Heute behandeln wir zum Abschluss des Mietvertrags nochmal mietähnliche Verträge. Das sind drei an der Zahl: die Pacht, das Leasing und das Franchising. Und an dieser Stelle soll gesagt sein, dass die für die Klausur fast unrelevant sind, komplett unrelevant sind. Werden dann mal trotzdem von mir hier besprochen, damit wir das Ganze abschließen, das Thema. Fürs Examen hingegen werden diese Themen schon etwas relevanter und die werden wir dann auch noch in den darauffolgenden nächsten Monaten und Jahren hier auf diesem Channel dann nochmal konkret durchsprechen. Heute schneiden wir das Ganze nur mal kurz an, damit wir wissen, was es noch für mietähnliche Verträge gibt. Kommen wir zunächst einmal zur Pacht, welche in § 581 BGB geregelt ist. Ich lese vor, Absatz 1. Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter verpflichtet, dem Pächter den Gebrauch des verpachteten Gegenstands und den Genuss der Früchte, soweit sie nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft als Ertrag anzusehen sind, während der Pachtzeit zu gewähren. Der Pächter ist verpflichtet, dem Verpächter die vereinbarte Pacht zu entrichten und Absatz 2. Auf den Pachtvertrag mit Ausnahme des Landpachtvertrags sind, soweit sich nicht aus den § 582 bis 584b etwas anderes ergibt, die Vorschriften über den Mietvertrag entsprechend anzuwenden. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist zunächst einmal, was ist überhaupt eine Pacht? Eine Pacht ist die Gebrauchsüberlassung eines Gegenstandes auf Zeit mit der Möglichkeit, Früchte anzubauen, wofür dem Eigentümer ein Entgelt zusteht. Also sprich, der Eigentümer dieses Pachtgegenstandes zum Beispiel, oder in den allermeisten Fällen ein Feld jetzt zum Beispiel als Bauer, der verpachtet einem anderen Bauern zum Beispiel das Grundstück oder diese Fläche und der andere, der Pächter, der kann dann eben dieses Grundstück oder diese Fläche nutzen und dort eben die Früchte ziehen, die daraus entstehen. Was können Früchte sein? Früchte können alle Sachen sein, die aus einem anderen Gegenstand entstehen. Zum Beispiel alle Sachen, die eben aus dieser Fläche, welche zum Beispiel jetzt gepachtet wurde, entstehen. Apfelbäume, ja, und Äpfel dementsprechend. Wenn da Tiere auf dieser Fläche stehen, dann eben auch die Tiere, die da neu geboren werden. Ja, das sind auch Früchte, nur als Beispiel. Das heißt also, der Pächter bekommt alles, was er eben an Früchten zieht auf diesen gepachteten Gegenstand, den er selber gepachtet hat, oder aus diesem Gegenstand, den er gepachtet hat. Ja? Und dafür, dass er sozusagen diesen Gegenstand pachtet oder mietet in diesem Fall natürlich auch, muss er selbstredend dem Verpachter oder Verpächter dann eben einen Pachtbetrag selbstredend auszahlen, ja, oder zurückzahlen. Das heißt, im Grunde ist das Ganze auch eine Miete, die hier fällig wird. Nur sagt man jetzt eben hier Pacht zu, weil man eben die Früchte daraus ziehen kann. Und die Pacht wird ja natürlich selbstredend vor allem im landwirtschaftlichen und im gastronomischen Bereich eingesetzt. Da findet man das Ganze. Ist jetzt für die Klausur für uns nicht unbedingt wichtig. Also das können wir hier locker auf Lücke lernen. Das wird in der Klausur nicht drankommen. Das Gleiche gilt auch fürs Leasing. Das Leasing ist jetzt erst einmal, wird uns wahrscheinlich erstmal das Fahrzeugleasing einfallen. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Was ist das Leasing? Das Leasing ist schwer zu definieren. Also ich habe wirklich lange gebraucht, um diese Definition hier aufzuschreiben. Der Leasinggeber als rechtlicher Eigentümer überlässt dem Leasingnehmer den Gebrauch eines Vermögensgegenstandes für einen vereinbarten Zeitraum gegen die Zahlung von Leasingraten. Der Leasingnehmer erwirbt kein zivilrechtliches Eigentum an dem Leasingobjekt. Für den Leasingnehmer steht das Recht auf Nutzung im Vordergrund. Das heißt also, Beispiel jetzt hier Auto, das heißt, wenn ich ein Auto lease, dann zahle ich monatlich dafür eine bestimmte Gebühr, also diese Leasinggebühr an den Leasinggeber, und als Leasingnehmer sozusagen habe ich dann das Auto inne, habe zwar kein Eigentum an diesem erworben, aber für mich ist es auch egal, weil ich das Auto eigentlich nur nutzen möchte, ja, und hierfür keinen Kredit aufnehmen möchte, weil ich es nicht sofort zahlen möchte. Ja, das ist Leasing. Und hier sind natürlich auch die Normen des Mietvertragsrechts anzuwenden. Ja, es ist ja fast schon wie ein Mietvertrag anzusiedeln, von der Form her. Was jetzt genau die Besonderheiten beim Leasing sind im Vergleich zum Mietvertrag, das werden wir nicht jetzt besprechen. Das ist
sehr, sehr viel, was wir hier durchgehen müssten. Das ist für uns jetzt erstmal wirklich, das ist für uns unspannend, aber das nicht drankommen wird. Das werden wir aber in den Folgen zur Vorbereitung auf Staatsexamen selbstredend nochmal durchnehmen. Und dann drittens haben wir noch das Franchising. Franchising kennt wahrscheinlich auch jeder von uns. Franchising ist einfach, wenn der Franchise-Nehmer ein Produkt vermarktet vom Franchise-Geber und dabei die Lizenz und den Namen des Franchise-Gebers erwirbt. Das heißt also, wenn ich mich jetzt hinsetze und eine McDonald's-Filiale zum Beispiel eröffnen möchte, dann kaufe ich von McDonald's diese Lizenz, ja, oder in Anführungszeichen miete ich diese Lizenz mit einem Franchising und kann dann eben eine Filiale, eine McDonald's-Filiale aufmachen, kann dann eben die Gerätschaften von McDonald's benutzen, kriegt genaue Anweisungen, wie mache ich die Burger von McDonald's und die Gerichte von McDonald's, und selbstredend darf ich dann eben die Namen benutzen, ja, Big Mac, Cheeseburger und den ganzen Spaß. Das ist Franchising, das heißt, ich kaufe sozusagen oder ich miete, ja, eine Lizenz von einem Franchise-Geber. Wie gesagt, Beispiele hierfür sind Subway, Clever Fit, Nordsee, McDonald's und so weiter und so fort, Rewe, Edeka. Ja. Das sind alles Franchise-Unternehmen und es ist mittlerweile, also ja, es gibt so viele Franchise-Unternehmen, das ist echt wirklich eine sehr, sehr große Vielfalt und Auswahl. Das war's jetzt erstmal zu den mietähnlichen Verträgen, Franchising, Leasing und Pachtvertrag. Wie gesagt, wir werden das Ganze nochmal etwas ausführlicher in der Examensvorbereitung durchnehmen, weil, wie gesagt, für uns ist es erstmal nicht relevant. Das könnt ihr hier auch, an dieser Stelle sei das gesagt, auf Lücke lernen in der Klausur. Ihr solltet aber allerdings wissen, ja, dass es diese drei vertragsähnlichen Typen gibt und ja, wie gesagt, Relevanz gleich null für die Klausur. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Paragraph 31.